Nächste Rednerin ist Dagmar Bilakovic, Sozialsprecherin der Freiheitlichen. Und in den Grundzügen wurde er auch erläutert und steht auch mit in Verhandlung. Frau Abgeordnete Dagmar Bilakovic, bitte. Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und an den Bildschirmgeräten. Ja, es ist eh schon sehr viel gesagt worden. Es ist eine Novelle, es ist ein weiterer Mosaikstein in der groß angekündigten Pflegereform. Es ist jetzt nicht der ganz große Wurf. Es kommt aber dazu, dass es zu Kompetenzerweiterungen gibt. Die halten wir für dringend notwendig, auch im Krankenhausalltag. Die Bedenken, die die SPÖ-Abgeordnete Heini Schossig hier geäußert hat, die kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil es gibt jetzt schon die Problematik, dass etwas angewiesen wird, was die betroffene Pflegeperson vielleicht gar nicht darf. Da haben wir die Haftungsfragen jetzt schon. Insoweit halte ich es für wichtig und richtig, dass man die Kompetenzen auch erweitert. Das führt ja zu einer weiteren Absicherung der handelnden Personen. Denn wenn ich etwas kann, dann hafte ich natürlich dafür. Also das halte ich für einen ganz wichtigen Weg, weil wir wissen ja, dass wir in den nächsten paar Jahren bis zu 70.000, 80.000 zusätzliche Pflegekräfte brauchen werden. Und wir werden nur dann weiterkommen, wenn wir hier tatsächlich auf allen Ebenen neue Reformen machen. Und Herr Bundesminister, insofern muss ich Ihnen sagen, finde ich es sehr traurig, dass die Anträge, die hier mit behandelt werden, nämlich die sich um die Pflegelehre handeln, die Sie zwar dankenswerterweise jetzt endlich eingeführt haben, aber die, wo es darum geht, dass auch die Honorierung der jungen Lehrlinge angepasst wird an andere Lehrberufe, dass die von der Bundesregierung her nicht anerkannt werden und dass es hier weiterhin wenig Lehrlingsentschädigung geben wird. Und daher befürchte ich, dass diese Pflegelehre nicht der große Erfolg werden wird. Und das in einem Bereich, wo wir tatsächlich schauen müssen, wirklich überall Personal herzubekommen. Und gerade für junge Menschen ist es natürlich auch attraktiv, in einen Pflegeberuf hineinzuschnuppern, langsam hineinzuwachsen. Ich halte das für eine wichtige und richtige Entscheidung. Wir sehen auch, dass es in der Schweiz hier sehr erfolgreich abläuft. Es ist die zweitbeliebteste Lehre in der Schweiz. Daher glaube ich, können wir auch in Österreich da etwas rausmachen. Aber da sollten Sie sich, Herr Bundesminister, vielleicht doch noch einen Ruck geben und überlegen, ob man hier nicht finanziell ein bisschen besser agieren kann und den zukünftigen Pflegelehrlingen auch eine ordentliche Lehrlingsentschädigung ausbezahlt. Insofern, wir werden dieser Vorlage unsere Zustimmung geben. Es ist nicht der große Wurf, aber es ist ein kleiner Mosaikstein, der wichtig ist und in die richtige Richtung geht.